Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 360 am Sonntag, den 26. November 2023. Es ist 23 Uhr und wir haben noch 4 Grad Außentemperatur. Ich bin in Tönning im südlichen Nordfriesland und habe da heute meine Freunde besucht, Karin und Hermann, die ich ja immer besuche, wenn ich in Nordfriesland bin. Und jetzt passe das gerade auf dem Rückweg oder auf dem Runterweg jetzt hier zu meinen Eltern an Kaiserstuhl hier vorbeizufahren und noch einen Stopp zu machen. Aber zurück zu heute. Ich habe heute noch Besuch bekommen von der restlichen Travel Family. Nicht nur Jochen war jetzt in Bridget, sondern auch die anderen sind alle dazugekommen. Die haben sich hier dann getroffen und wir haben noch ein Stündchen zusammen verbracht. Und dann musste ich auch los, denn ich bin zur Wohnung der Mutter meiner Tochter gefahren und habe dort vom Dachboden meine letzten Schätze in Anführungszeichen runtergeholt. Ein paar Kisten mit Erinnerungen an die Kindheit, Zeugnisordner und solche Sachen waren dort noch eingelagert. Und das wollte ich jetzt gerne bei meinen Eltern haben, am Kaiserstuhl im Elternhaus, und nehme das jetzt dieses Mal mit. Und das habe ich alles vom Dachboden geholt. Ich habe das die Tage schon mal gesichtet gehabt und geguckt, was noch weg kann. Und noch, ich hatte dann noch 2, 3 Werkzeugkisten, da habe ich noch Werkzeug verschenkt. Und ja, genau. Und das habe ich jetzt alles hier im Wohnmobil. Es sieht ein bisschen wühlig aus, weil ich das dann tagsüber auf dem Bett hinten habe zum Teil und ein bisschen auf den Sitzbänken noch verteilt. Und jetzt, damit ich hier überhaupt sitzen kann, das ein bisschen umschichte nach vorne auf Fahrer- und Beifahrersitz. Und bei der Fahrt kommt das dann wieder nach hinten. Das muss ich jetzt halt die nächsten 2, 3 Tage so immer einmal am Tag in die Hand nehmen. Aber das ist auch nicht schlimm. Und dann war ich noch auf dem Zwischenstopp nochmal bei meiner Schwägerin, bei meinem Schwager. Da haben wir dann nochmal zusammen einen Kaffee getrunken und bin dann eben hier nach Tönning gefahren und hatte jetzt hier nochmal einen schönen Abend mit Karin und Hermann. Haben das richtig nett gehabt und lustig gehabt, von alten Zeiten erzählt und viel gelacht. Und das tut immer gut. Also das ist immer schön hier. Und das freut mich immer sehr, wenn ich hier sein kann, und die Freundschaft ist auch wirklich sehr besonders. Ja, und jetzt sitze ich in meinem Wohnmobil, nehme für euch den Podlog auf und werde dann schlafen gehen, damit ich morgen ein bisschen zeitiger aufstehe und dann rechtzeitig losfahren kann. Ich will so spätestens um die Mittagszeit hier loskommen und will morgen bis Höhe Bremen ungefähr fahren. Dort treffe ich wiederum andere bekannte Freunde, eigentlich Freunde von meiner Mutter, aber wir kennen uns eben auch schon seit ich Kind bin. Und das ist immer schön, die auch zu besuchen. Also morgen geht die Fahrt jetzt so richtig los, dann Richtung Endingen am Kaiserstuhl zu meinen Eltern. Und erster Zwischenstopp wird sein bei Bremen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann Tag drauf nochmal ein Zwischenstopp bei Bonn. Und dann fahre ich zu meinen Eltern. Also geplant ist im Moment am Mittwochabend dann in Endingen anzukommen. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.